Es weihnachtet sehr. Ja, wenn ihr die drei Pakete seht, die mich erreicht haben, ja, dann könnt ihr euch gewiss sein, dass ich genauso gespannt bin wie ihr, was sich darin befindet. In drei Videos werden diese schönen Pakete ausgepackt. Vielleicht habt ihr das eine schon davon gesehen. Also in dem Sinne, als allererstes habe ich das große ausgepackt. Ihr werdet dann natürlich gewiss haben, was drin ist. Momentan weiß ich es noch nicht. Ja, und jetzt packe ich ein kleines aus. So, was da drin ist, seht ihr gleich. So, das Paket, was ich hier habe, das stammt vom lieben Matt. War aus einem Tauschdeal. Er hat einiges von Assassin's Creed und Star Wars von mir bekommen. Und wir haben sozusagen ein bisschen getauscht von dem, ja, er hat noch ein paar Sachen, wie gesagt, auch gehabt, was mich interessierte. Nicht so viel im Vergleich, aber das hat damit nichts zu tun. So ist es ja manchmal, mal mehr, mal weniger. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was da drin ist sozusagen. In letzter Zeit bin ich immer überrascht worden, dass da teilweise mehr drin war als gedacht. Und vielleicht werde ich ja überrascht, beziehungsweise ich bin ja auch überrascht von dem Deal, wenn ich weiß, was sich da drin versteckt hat. So, Messer weg. Es ist auf jeden Fall sehr gut verpackt. Das könnt ihr mir nicht anders bestätigen. Und hier haben wir als erstes, ja, darüber hatten wir uns mal unterhalten, über eine Blister, so eine Klemmblister für Star Wars oder für Actionfiguren. Haben wir hier auch einmal. Auch interessant. Aber das wird jetzt, glaube ich, nicht für meine Figur reichen. Aber er wollte mir was dir zeigen. Deswegen, und hier haben wir auch schon das. Ach ja, hier ist die Rückseite dann. Damit wird die Figur dann sozusagen eingeklemmt. So, mehr ist da nicht drin, außer Verpackungsmaterial. So, hat er noch reingepackt, das finde ich richtig cool. Und zwar Star Trek oder Raumschiff Enterprise, ein Comic. Einmal hier Nummer 1. Auch ein richtig schönes Bild. Das ist, von wann ist denn das? Was haben wir denn hier? Ein Datum. Das ist immer so verrückt. Damals haben die nicht so viel Daten drauf gepackt. Das ist jetzt auch bei Condor mit erschienen. Das ist auch nach US-Comics. Auch nicht schlecht. Hier haben wir Comic Nummer 1. Und hier haben wir Comic Nummer 2. Auch ein interessantes Cover. Richtig gut. Auch die Enterprise hier hinten. Richtig, richtig klasse. Wenn ich hier sehe, es sind, glaube ich, 4 US-Comics. Ne, 6 US-Comics. Immer doppelt folgen. Könnte von Marvel. Marvel, war das Marvel damals original? Von 71. Hier ist ein Copyright. Also 71er Comics, die damals rausgekommen sind. Bei uns wahrscheinlich etwas später, also nicht 71. Richtig gut. Freue ich mich. Vielen Dank schon mal für das Ganze. Und hier ist unser Deal, unser so ein Tauschdeal, weil wir haben ja was gegengerechnet sozusagen. Und eins davon, eins der Sachen, die er gesagt hat, okay, komm, das, davon trenne ich mich. Und ich habe es jetzt nicht in Box. Für das Super Nintendo, Super The Empire Strikes Back. Star Wars, wisst ihr, geht gefühlt immer. Hier könnt ihr auch sehen, auch richtig schön. Das Spiel ist auch wirklich nicht schlecht. Es ist ein schönes Arcade-Spiel. Das Cover ist großartig. Ja, da schauen wir doch mal vorsichtig rein. Ja, vorsichtig die Box aufmachen. So, da ist geklappt. Klar, es wird später in der Box auch bleiben. Aber einmal muss ich ja, möchte ich ja reingucken sogar. So, hier ist vorsichtig aufmachen. Genau, so. Und dann haben wir hier auch noch richtig, richtig guter Zustand. Besser geht's nicht. Ne?
die Anleitung in einer schönen Schutzhülle. Und das Modul im sehr guten Zustand in der Hülle. Wahnsinn, echt klasse. Ja, ich bin restlos begeistert von unserem kleinen Deal, auch für die kleinen Goodies. Und da muss ich mal sehen, wie in der Figur. Jetzt weiß ich wenigstens, ja, ob das, wie das so funktionieren kann. Denn ich interessiere mich gerade dafür, weil ich habe ein paar Star Wars Figuren von einem Kollegen bekommen, der gesagt hat, Mensch, kannst du mir noch Höhlen organisieren? Und ich überlege Acryl-Cases oder solche Cases. Da bin ich noch am Überlegen. Aber das ist ein anderes Thema. Also lieber Matt, danke für den Tauschdeal. Ja, hat mich wahnsinnig überrascht. Ne? Und das war jetzt ein kurzes Video zu dem Ganzen. Und ja, kennt ihr das Spiel? Wie findet ihr das? Also, ich werde am Ende gleich nochmal ein paar Bilder von mir raussuchen, irgendwie von dem Spiel. Das blende ich euch ein. Ansonsten, ja, das war's jetzt eigentlich. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Na, Matt, dir nochmal lieben Dank für diesen schönen Deal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Das ist das Wichtigste. Darüber freue ich mich am meisten. Also, bis zum nächsten Mal.